Das Beste aus der Schweiz. Wir legen euch mit dem Song Contest Fanclub OGAE Austria wieder eine schöne Weihnachtsepisode unter dem Baum oder unter anderen religiösen oder unreligiösen Bäumen, Chanukka-Leuchtern oder was ihr halt immer wollt. Und wir wollen wissen, welcher Song ist eurer Meinung nach der beste Schweizer Beitrag aller Zeiten? Wer bekommt eure 12 Punkte? Und wer bekommt die 10, die 8, die 7 bis runter zu einem Punkt? Alle Infos findet ihr wie immer auf www.mercicherry.at in den Shownotes und natürlich werden wir in den sozialen Medien und in den kommenden Folgen euch immer wieder daran erinnern. Wir präsentieren dann natürlich wieder eure Top 10 von den besten Songs aus der Schweiz. Sag es auf Schweizerisch, Alkis, bitte. Ich kann das nicht. Sag du es, Sonja. Sag du. Das Beste aus der Schweiz. Ich sag das so gern. Ja. Dann darfst du es jetzt einfach nur noch du sagen. Und da wir schon bei sowas sind, wir sind natürlich ein Podcast, deswegen wollen wir auch eure Sprachnachrichten haben. Und erzählt uns doch einfach kurz, wer seid ihr, woher kommt ihr und wem gebt ihr warum eure 12 Punkte? Schickt es an marco@mercicherry.at und wir sagen schon jetzt merci vielmals. Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Frankfurt, Dornbirn und Wien. Mir gegenüber sitzt Alkis Flassakakis. Mein Vis-à-vis ist Marco Scheuder. Und mit dabei ist auch Sonja Riegel. Und das Thema heute, merci Udo. Je näher die Saison an Basel 2025 heranrückt, umso spannender werden die Nachrichten. Die wichtigste Nachricht natürlich dieser vergangenen zwei Wochen kam aus Deutschland. Der NDR arbeitet mit RTL und Stefan Raab zusammen, um eine Vorausscheidungsserie zu machen. Moderiert wird natürlich wie immer von Barbara Schöneberger. Ja, so natürlich finde ich das jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hätte man auch anders machen können. Aber nein. Traditionen sind hochzuhalten. Ich bin nicht immer für Traditionen. Aber diese vierteilige, wie nennt man das? Miniserie, würde man dann wohl sagen. Ja, wird, ja. Habt ihr schon ein Unwort des Jahres ausgesucht? Chefsache heißen. Chefsache ESC 2025. Wer singt für Deutschland? Also in Titelsuchen waren die Deutschen immer schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. In drei Vorrunden werden auf RTL Acts ausgesucht. Übrigens nur von Jurys, keine Votings. Gewonnen wird nur im Televoting dann im Finale und dieses Finale wird dann in der ARD ausgestrahlt und davor muss man sich natürlich in diesen RTL-Vorrunden überhaupt einmal qualifizieren. Wer sich das Konzept genauer anhören möchte, unsere Kolleginnen, unsere lieben Kolleginnen, also ich sage Kolleginnen, ich habe es gegendert, zwei Kollegen, Marcel Stober und Thomas Mohr vom NDR-Podcast ESC Update haben eine Sondersendung dazu gemacht, hört euch das gerne an. Ja, und du, liebe Sonja, du hast ja eine ganz, ganz tolle Website, bleistiftrocker.de und da hast du eigentlich einen sehr schönen Kommentar geschrieben, den ich nämlich 1:1 unterzeichnen würde. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Es ist ja dein Vorentscheid quasi aus unserer österreichischen Sicht. Da möchte ich erstmal sagen, das ist nicht mein Vorentscheid. Okay. Und man hört es ja an Chefsache, es ist der Vorentscheid von Stefan Raab. Also ja, so, nur von ihm, ja, genau. So zentriert, wie allein schon der Titel ist, ja, bei dem Titel habe ich auch Cringe, muss ich sagen. Das ist, ja, gut, Titelsuche. Ich meine, Österreich spart sich die Titelsuche, indem es einfach keinen Vorentscheid macht. So kann man es dann auch machen. Aber ja, gut, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde erstmal diese Nostalgie, die Raab so mitbringt, die ist eigentlich nicht so schön, weil eigentlich ist diese Zeit ja auch vorbei. Und das Gefühl hatte man auch, vielleicht haben einige diesen Boxkampf gesehen, mit dem er sich ja zurückgemeldet hat. Ja, ich mache einfach genau da weiter, wo ich irgendwie aufgehört habe. Ich mache wieder hahaha lustig gegen eine Frau boxen und so und diese Selbstinszenierung. Und ich glaube, in diese Selbstinszenierungsrichtung wird das auch dann teilweise gehen. Es ist vom Konzept her jetzt auch gar nicht so neu, also mit diesen Vorrunden und dann gibt man es am Ende das Finale in die ARD und so, das ist ja alles auch schon so da gewesen, deswegen, da bin ich nicht so ganz überzeugt. An manchen Stellen habe ich so ein bisschen Überzeugung, indem ich sage, okay, es gibt überhaupt mal Vorrunden, weil ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen
ja, dem Zuschauenden so die Möglichkeit gibt, sich so an diese Leute zu gewöhnen und so Sympathie herzustellen. Das war ja, also Lena kannten ja auch so viele, bevor überhaupt dieser Finalabend war. Und ich glaube, das tut erstmal den Acts gut, das tut aber auch der Sache gut, dieser Vorentscheidssache. Und habt ihr auch schon gesagt, es werden Primetime-Shows sein, mehrere. Es wird also nicht wieder versteckt an irgendeinem Sendeplatz, was weiß ich, was 22 Uhr noch was. Und Samstag 20.15 Uhr nämlich, ne? Genau, und nicht irgendwie Freitag 22 Uhr, keine Ahnung. Es hatte sich ja beim letzten Mal tatsächlich nochmal verschoben, weil es irgendwie der Tag des Todes von Nawalny war. Da gab ja noch einen Brennpunkt, da wurde es noch später und so. Und dann guckt es ja wirklich am Ende gar keiner mehr. Also vielleicht ist da so ein bisschen so dieses, ja, bessere Show und mehr Leute sehen das, vielleicht dahinter auch mehr Motivation für Leute, sich zu bewerben. Die Leute wissen jetzt auch, wo sie sich bewerben können. Also sie bewerben sich ja bei Raab. Es ist ja dann nicht mehr ARD oder so, wo das immer so ein bisschen versteckt war. Ja, und viele haben ja irgendwie nach Raab geschrien und jetzt bekommen sie ihn, jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Aber ich weiß nicht, ob es diese Art von Nostalgie ist, die ich für ein ESC brauche. Also ihr merkt, ich bin hin und her gerissen. Und aber auch, dass man an Barbara Schöneberger festhält, weiß ich nicht, das hätte ich jetzt auch nicht zwingend gebraucht. Die kannst du in der ARD, glaube ich, für vieles einsetzen. Beim ESC finde ich sie zu oft ironisch gebrochen. Also das gefällt mir da nicht, wie sie damit umgeht. Wie immer könnt ihr den kompletten Kommentar dann auf bleistiftrocker.de lesen und wir schicken euch. Na, aber mich würde schon noch deine Meinung interessieren, ja, Alkis. Du bist schön meine. Drüber weggegangen. Ja. Ja, du wolltest gleich das wegwischen hier. Ich wollte es eigentlich wegwischen, weil es ist so, wo ich mir denke, ja, Stefan Raab, ich hätte ihn jetzt nicht wieder zurück auf dem Fernsehschirm gebraucht. Jetzt ist er wieder da, jetzt müssen wir uns damit arrangieren. Das ist schön ausgedrückt. Wie so manches andere in der Welt, was wieder da ist. Aber gut, es ist, ich glaube, es kann von dieser Aufmerksamkeit nur profitieren. Also der deutsche Act kann von dieser Aufmerksamkeit, die RTL, Stefan Raab und die ARD damit produzieren, einfach nur profitieren. Kann nur besser werden, weil die letzten Vorentscheide waren tatsächlich schlecht konzipiert und dieses Verstecken in irgendwelchen Webseiten, Shows, also diese Ray Garvey-Conchita-Geschichte. Ja, das war wirklich fürchterlich. Ja. Es war zwar auch dieser Versuch, Leute an so ein Format ranzuführen, aber es hat halt nicht wirklich funktioniert. Also es war vor allem kein Webformat. Webformate sind ja so langlebige, die man sich auch 3 Jahre später anschauen kann. Aber das war ja nur gut, so ganz kurz. Das ist beim ESC eh immer schwer. Ja, genau. Ja, Podcasts machen, ganz toll. Ja, am besten mit ganz eigenen. aber was ich sagen will, ist, am Ende ist es wichtig, welche Songs und welche Acts kommen. Und dann wird man erst sehen, ob es ein Erfolg ist oder nicht. Es liegt wie immer gar nicht mal an Stefan Raab, es liegt gar nicht mal an Barbara Schöneberger, es liegt gar nicht mal daran, ob RTL oder NDR, sondern schaffen die es, coole Acts und gute Songs an die Show zu binden. Jetzt glaube ich, dass sich das Bewerben, wenn ich jetzt in einer Popband bin, ja, und ich überlege mir, will ich eher sozusagen auf einer lokalen Ebene mit groß werden oder will ich schauen, dass ich mit meiner Plattenfirma groß werde oder im Internet oder nehme ich so eine Megashow, ja, gehe ich dieses Risiko auch gewissermaßen ein. Dann ist natürlich eine Show, wo ich weiß, ich habe jetzt einmal ein Format auf RTL und dann auf ARD und die Leute lernen mich kennen, ist es schon nachhaltiger, weil auch wenn ich nicht gewinne und nicht nach Basel fahre, habe ich einen gewissen Bekanntheitsgrad mir erreicht und eine Fanbase womöglich. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von diesen mehreren Shows, da bin ich ganz bei dir, Sonja. Ob man den Stefan Raab dazu braucht, weiß ich nicht. Ja, es ist für mich, ich finde es lustig, es wird jetzt als Innovation auch oft dargestellt in manchen Medien. Und denke ich mir, der hat im Jahr 2000, also 1998 angefangen und hat 2011 gewonnen. 2010 gewonnen. 10, ja. Genau. Und war 2012 das letzte Mal dabei, glaube ich. Ne? Genau. So. Also das ist schon eine Zeitl her. Ne? Das ist jetzt nicht das Aktuellste vom Aktuellen. Und daher
am Ende wird es darauf ankommen, ob es coole Songs gibt und ob linke Seite Digger oder rechte Seite Digger. Das wird dann auch ziemlich entscheidend sein, ob das dann ein Format mit Zukunftshoffnung. Ich würde mir ja hoffen, das wünsche ich mir von Österreich auch schon lange, man findet ein Format, das nachhaltig und viele Jahre bleibt und auch eine, und dann, ich bin nicht immer gegen Traditionen, und dann eine Tradition wird. Und das würde ich mir hoffen bei diesem Projekt, aber dann gerne mit anderem Namen. Ja, aber es scheitert so. Ja schon immer am Namen mit diesem nachhaltigen. Chefsache. ESC 2025. Chefsache. Ja. Apropos Chefsache. Chef Alkis, ja. Was gibt's denn sonst noch? Du wolltest also, ja schon loslegen. Ich wollte schon loslegen, aber eigentlich gibt's zum Beispiel am 16. November den Junior Eurovision Song Contest. Ah ja. Den kann man auch natürlich im Fernsehen, im linearen Fernsehen schauen, nämlich auf Kika oder auf Eurovision.de, jeweils immer mit dem deutschen Kommentar oder im Original ohne den deutschen Kommentar auf der Seite, auf der Webseite des Junior Eurovision Song Contests. Ja, und eine Frage, die sich jedes Jahr stellt, ist, wieso ist Australien beim Eurovision Song Contest? Aber nicht beim Diese Junior. Frage bleibt 2025 aufrecht, denn Australien ist wieder dabei. Und Estland hat 16 oder 17 Acts präsentiert, die dort im Vorentscheid antreten werden. Und da ist ein Name besonders hervorgestochen, oder? Ja, wir haben Anna Salin wieder erkannt, die wir ja schon... Eigentlich ist sie Schwedin, aber wir haben sie schon für Estland beim ESC starten sehen und sie ist 2002 Dritte geworden mit Runaway, ist aber auch schon für Schweden dabei gewesen, da hat man sie nicht so gesehen, da war sie bei Charlotte Pirellis Sieg dabei, 1999 im Background. Und was Marco meint, wo ich unbedingt darauf hinweisen muss, sie ist eigentlich berühmt geworden als Kinderstar in Wir Kinder aus Bullerbü, der Astrid Lindgren-Verfilmung. Ja. Und aber, wenn wir schon über die Namen beim Esti Laul reden, da war ja noch ein bisschen was mehr dabei. Also so Namen, die man schon kannte, die schon mal angetreten sind oder so. Also Elisa ist mir da aufgefallen und Janek. Die waren so die letzten Jahre teilweise auch mehrfach dabei. Janek ist wieder mit einem Song von Mörland dabei. Ah, ja. Also mit dem zusammen hat er den geschrieben. Wir kennen ja die Songs noch nicht. Die Namen sind irgendwie schon veröffentlicht. Die Songwriter auch. Mhm. Also das ist jetzt sind wir so wieder in der Zeit, wo so bald die ersten Songs kommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mm. Ja, das ist mir aufgefallen und natürlich als Rapper ist mir aufgefallen Tommy Cash, der ja nach Carries ESC-Auftritt mit ihm zusammen auch einen Song gemacht hat. Da können wir, glaube ich, ein bisschen was Wildes erwarten. Du hast dich schon wohl ganz schön vertieft in die estnischen Namen. Dafür haben wir dich jetzt bei uns. Weißt du, ich erzähl's ja immer wieder, Estland waren ja in den letzten, also war ja in diesem Jahr einer der Songs, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich fand's ja ganz, ganz furchtbar. Dr. Eurovision, liebe Grüße. Ja, aber die zwei Jahre davor war das ja jeweils mein Lieblingslied. Also das ist deswegen. Und da habe ich auch immer Esti Laul schon verfolgt und war dann ganz froh, dass meine Lieblingslieder da gewonnen haben und bis zum ESC gekommen sind und mich dann auch da auf der großen Bühne überzeugt haben. Deswegen habe ich so einen kleinen Softspot fürs Esti Laul. Wunderbar. Marco, wir müssen mal reden. Was hast du denn jetzt schon wieder zu korrigieren? If I were sorry, das Messi-Cherie-Erratum. Marco, was hast du erzählt? Ja, erstaunlich wenig Unsinn für zwei für zwei Episoden im Haus der Geschichte Österreich, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Geschichten erzählt haben, Halleluja. Aber der Richard, unser lieber Richard und Ansgar auch, beide waren ja schon bei unserem Blind Dates dabei, sind ja quasi unsere Lektoren, ja, ich finde das immer großartig. Die haben mich wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich falsche Vornamen verwendet habe und einen falschen Texter. Der Schauspieler heißt natürlich Josef Meinrad. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. So lautet dieser legendäre österreichische Schauspieler, der in diesem Science-Fiction-Film 1. April 2000 mitspielte, über den wir da reden. Ja, und Frei zu leben, der deutsche Eurovision Song Contest-Beitrag von 1990, damals nach dem Mauerfall, der wurde zwar von Ralf Siegel geschrieben, aber ich habe natürlich, weil automatisch denkt man dann Bernd Meinung und Text. In dem Fall stimmt das nicht, weil dieser Song wurde von Michael Kunze geschrieben. Damit hätte ich das auch noch korrigiert.
Alkis und Marco, wir haben einen Gast. Und dieser hat damit zu tun, dass Udo Jürgens am 30. September seinen tatsächlich 90. Geburtstag gefeiert hätte. Und am 21. Dezember jährt sich ja sein Todestag leider schon zum 10. Mal. Und wir haben zu Gast eine wirkliche Udo Jürgens-Kennerin, nämlich die frühere Gesellschaftsjournalistin. Darf ich das so sagen oder sind Sie es immer noch? Ja? Ich bin immer noch ein bisschen fleißig, aber nicht mehr so intensiv. Lisbeth Bischoff ist aus Vorarlberg zugeschalten. Das freut uns heute sehr. Sie hat nämlich ein Buch über Udo Jürgens geschrieben. Das heißt ja ähnlich wie unser Podcast, nämlich Merci Udo. Und es ist, also wie soll ich sagen, Sie sind ja eine Gesellschaftsjournalistin, das heißt, es ist kein musikwissenschaftliches Buch, es ist kein psychologisches Psychogramm oder wie sagt man da. Es ist tatsächlich ein Buch über sein Leben in der Gesellschaft, in den Ländern, in denen er unterwegs war. Darf ich das so sagen? Ja, das stimmt. Ich habe ja Udo Jürgens 40 Jahre beruflich begleitet und habe mich natürlich nicht so sehr auf die Musik konzentriert. Ich meine, natürlich, bei Konzerten, ich weiß nicht, bei wie vielen Konzerten, das habe ich vergessen. Aber natürlich auf das Leben von Udo und habe seine Gedanken, die er mir in vielen Gesprächen mitgeteilt hat, eben aufgeschrieben. Und das finde ich eben sehr schön, dass diese Gedanken von Udo auch 10 Jahre nach seinem Tod noch erhalten sind. Das Buch war ja schon erschienen, also nur für alle, die sich jetzt sofort schon auf Webseiten gehen und auf einen Bestellknopf drücken wollen. Es ist beim Amalthea Verlag erschienen und hat jetzt sozusagen 2024 nochmal ein Update bekommen. Ne? Und mir ist es nur beim Lesen aufgefallen, weil am Anfang ist noch die Präsenz, er lebt in der Schweiz und dann ist man kurz erschrocken und dann merkt man, ah, das ist noch geschrieben, als er noch lebte. Ja, ja genau, ich habe das Buch anlässlich seines 10. Todestages habe ich es aktualisiert. Ich habe Wegbegleiter, Texter von Udo Jürgens und auch seinem Bruder, dem jüngsten Bruder, eigentlich der einzig Lebende der Familie Bockelmann, Manfred Bockelmann, der Maler, interviewt und eben, wie es ist für sie, 10 Jahre ohne Udo zu sein. Wir haben jetzt ein paar so Themencluster uns überlegt, in denen wir in das Buch und in die Welt von Udo Jürgens, nachdem ja auch unser Podcast ist ja auch nach Udo Jürgens benannt sozusagen, also er ist uns sehr nahe und da würde ich Sonja bitten, du hast da mal eine Frage vorbereitet. Ich habe da mal eine Frage vorbereitet und es geht erstmal um die Verortung, also wo kann man ihn denn hinpacken? Er ist gebürtiger Österreicher, war dann ja irgendwann Doppelstaatsbürger, weil er auch in der Schweiz gelebt hat. Hatte zum Beispiel auch einen Onkel, der Oberbürgermeister von Frankfurt war und hatte ja auch Erfolge in Deutschland, hatte Familienhintergrund in Russland. Im Buch steht, glaube ich, auch, wir lassen uns den nicht wegnehmen, also wir Österreicher in dem Fall. Wo kann man ihn verorten? Ich glaube, Udo Jürgens hat mir selbst in einem Interview gesagt, leider in einem seiner letzten Interviews, da habe ich ihn in Portugal interviewt, da hat er ja auch gelebt und da hat er mir eben erzählt, dass er dankbar ist, dass er in so vielen Kulturen sein konnte, dass ihm diese Länder, diese Länder auch inspiriert haben und dass er dankbar sei, dass er eben das erleben darf. Aber er ist gebürtiger Österreicher, aber wie schon gesagt, die Deutschen haben ihn natürlich gerne als Deutschen verkauft und die Schweizer natürlich als Schweizer. Aber Udo, muss man ja fairerweise sagen, war ja nie sehr oft zu Hause. Er war ja 11 Jahre seines Lebens unterwegs mit Tourneen. Also so richtig Heimatgefühle, glaube ich, kennt Udo nicht. Wie war das beim Publikum? Wurde er irgendwie unterschiedlich wahrgenommen in Deutschland und Österreich? Auffallend ist für mich gewesen, dass in allen Ländern, wo ich Konzerte besucht habe, hauptsächlich in Europa, das Publikum immer durch 3 Generationen vertreten war. Also von alt, so wie ich es bin, mittel und ganz junge Leute haben Udo besucht. Das ist ein Phänomen, das hat ihn die ganze Zeit begleitet. Es war immer so, dass mehrere Generationen Udos Musik geliebt haben. Darf ich vielleicht da noch eine Nachfrage stellen? Sie erzählen ja auch im Buch, dass in seiner Familie auch Russisch geredet worden ist. Wie kam es denn dazu? Wir wissen es natürlich alle, die den Film und das Buch Der Mann mit dem Fagott gelesen hat, wo er seine Familiengeschichte auch ausarbeitet. Aber vielleicht können Sie das nochmal erzählen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen.
Ja, und zwar Udo hatte nicht sehr viel von seiner Familie gehalten, aus einem ganz einfachen Grund, weil seine Verwandten waren alle sehr studiert und sie haben ihn nicht ernst genommen. Sie haben immer gesagt, du mit deiner Tralala-Musik, das interessiert doch niemand. Da war sozusagen, sagt er, das schwarze Schaf der Familie. Und es war eine sehr angesehene Familie, die bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Moskau gelebt hat, da sind die Familienwurzeln verankert. Und erst später, als er dann Erfolg hatte und die Familie ihn wahrgenommen hat, nur sein Großvater hat nicht mehr gelebt, aber eben sein Vater und sein Onkel vor allem, der ihn so stark kritisiert hat, da hat er sich eben begonnen, für die Familie zu interessieren und hat sich auf die Spuren der Familie begeben. Ich weiß erst seit Ihrem Buch, dass Hans Arp, der berühmte Dadaist und bildender Künstler, sein Onkel ist. Ich habe das nicht gewusst. Ja, so wie die Sonja in Frankfurt nicht wusste, in einer Stadt zu leben, wo ein Onkel mal der Bürgermeister war. Ne? Ja, bitte, ja. Ja, es ist nicht sehr viel bekannt, interessanterweise, über diese Familie. Aber eben, wie gesagt, weil Udo sich auch nicht dafür interessiert hat, muss man ja fairerweise sagen, für die Familie. Und hochinteressant ist ja auch, dass sein Bruder, der Manfred Buckelmann, mir eben jetzt erzählt hat, dass Udo der einzige war in der Familie, mit dem er sich künstlerisch austauschen konnte. Die anderen hatten alle kein Verständnis für die Kunst. Es hat sogar der Maler bemängelt. Und eben, dass Udo, als er geboren wurde, Manfred Buckelmann, Udo war immer da. Und plötzlich ist er nicht mehr da und ja, vermisst ihn also sehr. Wir spielen natürlich in dieser Episode alle drei Eurovision Song Contest Songs von Udo Jürgens, obwohl es ja eigentlich vier gibt. Aber als erstes spielen wir Walk Away aus dem Jahr 1964. Das ist nämlich die englische Version von Warum da Warum. Denn diese Version war ein riesen Welthit, vor allem von Mats Monroe gesungen, aber auch von anderen. Obwohl beim Eurovision Song Contest 1964 nur unter Anführungszeichen Sechster, heute wäre man ja froh über den sechsten Platz. Aber jetzt hören wir uns eine Version an, die wurde live gesungen 2015 von Conchita Wurst, bei einem Benefizkonzert in der Stadthalle. Und die Bandleader kommt wiederum aus der Pepe Linhardt Band und über den werden wir später auch noch reden. Aber hört jetzt Conchita Wurst mit dem Udo Jürgens Lied Walk Away. Ein großer Ärger von Udo Jürgens. Das hat er mir eigentlich bei fast jedem Konzert gesagt, wie er sich sehr geärgert hat, dass eben dieser Matt Monroe den größten Erfolg hatte mit seinem Lied sozusagen. Das wurde ja immerhin 1,5 Millionen Mal verkauft. Das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung von Udo. Das hat er oft, oft, oft erzählt. Hätte er denn die Version von Conchita gemocht? Ja, das glaube ich schon. Udo Jürgens war sehr aufgeschlossen von gegenüber neuen Interpreten seiner Lieder. Nicht bei allen, das kann ja auch nicht sein, aber er hat ja auch sehr eng mit jungen Künstlern zusammengearbeitet. Sein Anliegen war immer seine Musik, die ja nicht so leicht zu definieren ist, welche Art von Musik das ist, aber wollte er eben weitergeben. Ob es ihm geglückt ist, es gibt nicht sehr viele Udo Jürgens Nachfolger musikalisch gesehen. Da grätsche ich gleich mal rein. Wie würden Sie denn den musikalischen Charakter von Udo Jürgens beschreiben? Er war ja Komponist, in erster Linie Komponist. Er hat ja immer auch Texte dazu gehabt. Er hatte eine klassische Ausbildung, unter anderem am Mozarteum. War das Schlager, war das Chansons, Cantautore, wie man ihn, also Singer-Songwriter im Italienischen nennen würde, Popsänger? Also ganz sicher ist, dass Udo Jürgens sehr stolz war, dass er eben eine musikalische Ausbildung hatte. Er hat betont, dass er der einzige Künstler in Österreich ist, der Komposition, Gesang gestudiert hat. Aber er wollte ja eher in die Jazz-Richtung gehen mit seiner Musik anfänglich. Erst der Manager Bayerlein hat ihn dann sozusagen auf Schlager getrimmt. Das hat ihn sehr geschmerzt am Anfang. Das war nicht seine Musik. Aber er hatte da auch seine erste Freundin kennengelernt, die Udo Jürgens in Wien hatte in den 60er Jahren und da anlässlich der Buchpräsentation von Der Mann mit dem Waggon. Und da hat Udo gesagt, Gitte von damals hat mich immer bestärkt, bleib deiner Musik treu. Aber das ging nicht. Der Erfolg kam eben erst durch den Musikwechsel, durch Bayerlein. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, wie man die Musik beschreiben soll. Es ist für mich eine Mischung doch aus Schlager und Chanson.
aber oder so ein Troubadour würde gut zu ihm passen. Aber der reine Schlagersänger, glaube ich, ist er nicht mehr gewesen. Seit dieses Image hat er abgelegt, als er sehr gesellschaftskritische Lieder gesungen hat, wie zum Beispiel Griechischer Wein oder wie heißt der Titel? Jetzt fällt mir natürlich der Titel nicht. Mein Vaterland und Mein Vaterland und genau, ja. Oder das Ehrenwerte Haus. Das Ehrenwerte Haus, wollte ich sagen. Ja. Also da hat er diesen, glaube ich, für sich auch diesen Pfad des reinen Schlagersängers eindeutig verlassen. Hm. Aber Udo Jürgens hat ja auch gesagt, er möchte Unterhaltung machen mit Haltung, eben, weil er sieht auch, dass der Künstler ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und eben, wenn der Künstler nicht mehr Missstände aufzeigt oder er persönlich keine Missstände mehr aufzeigt, dann kann er aufhören mit der Musik, wenn er sich nicht mehr interessiert dafür, was rund um ihn geschieht. Er nahm ja schon sehr früh an Musikwettbewerben teil. Hat ja beim ORF schon als Teenager, glaube ich, schon bei so Kompositionswettbewerben mitgemacht. Ich glaube, das war ja damals für die Musikindustrie, sage ich auch, um etwas zu werden, war das ja doch sehr wichtig, weil das frage ich natürlich jetzt schon, weil wir dann über Eurovision und Sanremo reden werden. Ne? Das war sehr wichtig und zwar hat Udo Jürgens beim ORF 1949 teilgenommen. Da war er unter 300 Bewerbern, belegte er den dritten Platz mit dem Lische Dame. Also da war er ja 16 Jahre jung, also das ist ja schon eine sehr... sehr toll. Allerdings, was mir auch aufgefallen ist bei den Recherchen, die frühen Jahre von Udo Jürgens sind ganz schlecht dokumentiert. Also da sind sehr viele Fehler drinnen. Da stehen ja Titel drinnen, die nie einen Platz belegt haben. Aber da gibt es ja eine herrliche Fangemeinde von Udo Jürgens, die immer sehr hilfreich zur Seite steht, wenn man genaue Details wissen möchte. Also das stimmt, 1949, dritter Platz mit Schüttem, so hat es eigentlich begonnen. Er hat dann auch noch an Jazz-Musik-Wettbewerben teilgenommen, aber da war er nicht so erfolgreich wie jetzt mit diesem Schütteln der dritten Platz. Ja, die fehlende Dokumentation ist ja auch ein Problem von seinem ersten ESC-Auftritt. 1964 Kopenhagen ist das Videomaterial einem Brand zum Opfer gefallen und wir haben immerhin noch eine Radioaufnahme. Wir haben gerade eben schon über den Song geredet, Warum nur warum, der später dann so ein Welthit geworden ist. Das haben Sie ja schon umrissen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem ersten Song-Contest-Auftritt? Das weiß ich nicht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass der dritte Auftritt unbedingt der Bayerlein schuld war, dass Udo Jürgens nochmals zum dritten Mal aufgetreten ist, weil Udo Jürgens natürlich resigniert hat nach zwei Auftritten, in seinen Augen nicht sehr erfolgreich, hat ihn Bayerlein quasi dazu getrieben. Udo wollte sogar abreisen und Bayerlein hat auch eine Schlagzeile aus der Bild-Zeitung, hat alle Zeitungen aufgekauft, weil dort stand Udo Jürgens ohne Chance. Das hat er also nie gesehen. Und Bayerlein hat zudem noch die Hoteltelefone abgefangen, die Udo Jürgens eventuell diesen Schlagzeile aus der Bild-Zeitung berichten könnten. Also das weiß ich, aber wie es zum ersten Auftritt kam, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt. Wir hatten es eben auch schon angerissen, aber wirklich dieser sechste Platz, der ja heutzutage natürlich auch mit viel mehr Teilnehmenden gut klingen würde, der war dann wirklich eine Niederlage, ne? Für Udo Jürgens war es eine Niederlage, genauso wie beim zweiten Mal, als er angetreten ist beim Song Contest mit Platz Nummer 4. Das hat ihm, er war natürlich sehr geizig, Udo wollte gewinnen, das ist klar. Und er war ja sehr von sich überzeugt. Ich glaube, sonst kann man ja auch gar nicht bestehen in dieser Branche. Ich persönlich finde ja Warum den schönsten der drei Song Contest-Titeln, interessanterweise. Sie schreiben auch, dass er den Song ja immer gesungen hat, bis zum Schluss auch den Tourneen mit ein bisschen veränderten Text. Warum habe ich so viele Songs geschrieben und muss immer was aussuchen für Konzerte oder irgend sowas. Ne? Das ist sowieso ein Phänomen von Udo Jürgens, weil ja heute oft diskutiert wird, dass Texte, Worte, die in Texten vorkommen, verändert werden, weil sie nicht mehr politisch korrekt sind. Aber Udo Jürgens hat sich nie dagegen gewehrt, seine Songs zu adaptieren. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, jetzt ein harmloseres Beispiel, New York. Ich war noch niemals in New York, wo er singt, Dalli Dalli geht gleich los. Eine Quiz-Sendung, die ist schon, ich weiß nicht, aus den 60er, 70er Jahren, hat er abgewandelt dann auf Thomas Gottschalk, Wetten, das. Also er war immer schon bereit, seine Texte zu adaptieren, aber auch gerade bei Live-Konzerten hat er sich dem jeweiligen Land beziehungsweise der jeweiligen Stadt angepasst und den Text
dahingehend geändert, natürlich unter großem Beifall. Es hat natürlich allen geschmeichelt, dass Udo Jürgens gewusst hat, in welcher Stadt er auftritt, was ja nicht bei jedem Künstler der Fall ist, wie ich das erlebt habe schon. Ja. 1965 war ja dann der zweite Versuch in Neapel. Hier müssen wir mal Ihr Buch etwas korrigieren. Udo Jürgens war nicht der Erste in der Song Contest Geschichte, der ein zweites Mal antrat. Davor taten dies zahlreiche Künstlerinnen, etwa Liz Assia viermal, Fred Leclerc, der auch viermal angetreten ist, Domenico Modugno zweimal, der dann noch einmal antreten sollte später, Cory Brocken zweimal. Also sag ihr, ich lasse grüßen, hieß dieser zweite Beitrag. Wieder wurde es nichts mit einem Sieg. Es wurde der vierte Platz, das haben Sie ja schon erwähnt. Es gewann France Gall mit Pupé de Son. Er war ja damals auch gerade sehr eifrig im Geschäft als Komponist. Er war in Sanremo dabei in diesem Jahr, 1965. Er war auf Tour, er wurde Vater. Das war schon ein bisschen ein hektisches Jahr für ihn, oder? Das war sehr hektisch, aber für Udo Jürgens hat ja nur die Musik gezählt. Die Familie, wenn Sie die Familie ansprechen, die war natürlich immer im Hintergrund. Er hat da eigentlich für mich traurige Geschichte erzählt, als sein kleiner Sohn, der Johnny, einmal gefragt hat, warum bist du eigentlich nie zu Hause, warum telefonierst du immer nur? Da hat er gedacht, das muss er ihm erklären, hat ihn mit auf ein Konzert genommen und eben gesagt, dass er durch Musik, durch Gesang sein Geld verdiene, damit die Familie gut leben kann. Und mir hat dann aber auch sein Bruder John, also sein Sohn John erzählt, dass es schon sehr traurig war, dass Papa nie zu Hause war, gerade wo diese Gala war im Fernsehen zu Udos 80. Geburtstag und man ihn so geehrt hat auf der Bühne und er gedacht hat, wärst du nur lieber etwas mehr bei uns zu Hause gewesen. Und da ist ja auch dieses Lied, das Udo Jürgens singt, der gekaufte Drache, wo eben ein Unternehmer sagt, ich mache das alles, ich arbeite für meinen Sohn, ich erhalte die Firma für meinen Sohn. Und der kleine Sohn steht im Türrahmen und sagt, ich würde mit dir lieber einen Drachen bauen, als wie, dass du dort arbeitest. Also das hat schon auch persönlichen Bezug, wobei man ja auch sagen muss, dass Udo Jürgens diese Texte nicht selbst getextet hat. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 1965 und so sage ich, lasse Sie grüßen, auch ein wunderschöner Song, wie ich meine. Weil Sie haben in Ihrem Buch etwas geschrieben, was ich noch nicht wusste. Und ich dachte, ich weiß ja, wenn es um Eurovision geht, so ziemlich alles. Nämlich, er sei nach dem Auftritt zusammengebrochen. Davon hatte ich noch nie gehört. Wo haben Sie das her? Von ihm selber. Er hat gesagt, er ist nach draußen gegangen, habe geraucht, er wollte nicht mehr hineingehen in den Saal. Und er hat gesagt, er hat gesagt, ich bin ziemlich ausgerastet, weil ich geschrien habe, nie wieder Song Contest. Und er hat man hat ihn überreden müssen, wieder hineinzugehen, so groß war seine Enttäuschung, hat er erzählt. In den 60ern wurde der Eurovision Song Contest ja immer größer und immer größer. Das war ja dieser Wachstum dann auch, nicht? Also es war ein wichtiger Bewerb im damals neuen Medium Fernsehen. Allerdings, mit Millionen Zuschauern, das war ja eine Sendung, die musste man, das war ja ein Pflichttermin, dass man die angeschaut hat. Aber ich merke ja selber an mir, nachdem ich mich jetzt auf dieses Interview vorbereitet habe, noch speziell zum Song Contest, es ist auch, also bei mir schon eine Entwicklung zu spüren, je jünger, umso größeres Interesse natürlich hat man am Song Contest, das ist etwas abgeflaut jetzt mit zunehmendem Alter. Es ist auch nicht mehr meine Musik. Wir haben auch ein zunehmendes Alter und wir lieben es immer noch. Wirklich? Ja, super. Und Sonja auch, unser jüngstes Mitglied. Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich mache jetzt einfach mal einen knallharten Übergang und sage, wir müssen mal wieder Musik hören. Wir haben jetzt schon drüber geredet, über Sag ihr, ich lasse sie grüßen. Dann würde ich sagen, spielen wir es auch mal ab. Und zwar auch in einer besonderen Version, denn das fand ich eine super schöne Tradition, da bin ich jetzt einfach auch mal alt und finde, das könnten ESC-Acts heutzutage wieder machen, den Song auch nochmal in anderen Sprachen aufnehmen. In dem Fall Italienisch, weil es da auch sehr populär war und der Song heißt auf Italienisch Ora che io ti amo. Beschwerden über die Aussprache sonja@messicherie.at. Und da hören wir jetzt mal rein, oder?
Ja, und dann 1966, Merci Chérie in Luxemburg. Für Österreich ja immer noch sozusagen ein Highlight, nicht nur der Song Contest-Geschichte, überhaupt der Musikgeschichte, kann man sagen. Ein Sieg, ein großer Sieg. Und kann man aus Ihrer Sicht von einem endgültigen Durchbruch sprechen? Weil Sie schreiben ja selbst, dass er überredet werden musste und er hatte ja schon Erfolge vorher. Aber war das so eine Art Durchbruch dann im deutschsprachigen Raum? Weil mir fällt auf, aus Nordeuropa und aus Deutschland war diese Art von Schlager nicht so populär. In Frankreich, Italien viele Punkte. Deutschland, Skandinavien keine Punkte. Udo Jürgens hat selbst gesagt, sowohl nach dem Song Contest sofort, nach dem Sieg von Merci Chérie, wie auch in späteren Interviews, hat er gesagt, nach diesem Sieg hat er gewusst, jetzt beginnt die Arbeit erst für mich. Also das ist doch kein, wie man in Wien sagt, Marti Wiesen, dass ich jetzt gewonnen habe, sondern jetzt beginnt die Arbeit erst. Aber der Vorteil war, er war doch schon in weiten Teilen Europas bekannt durch diesen Song Contest. Und das wollte er ausnützen und hat es, glaube ich, auch ausgenützt. Aber er war natürlich schon ständig im Zweifel mit sich selbst. Soll er diese Richtung Musik gehen? Das ist, also ich kann das nur jetzt nachempfinden bei vielen Gesprächen, wie Udo Jürgens immer gesagt hat, ihm schweben große Kompositionen vor. Und dann erlebe ich einen Udo, der so deutsche, ich sag's jetzt, Schlager singt. Ja, er hat damit Geld gemacht, er ist damit berühmt geworden, aber seine große Liebe galt schon Großkompositionen, die hat er immer angestrebt. Hat es auch teilweise verwirklicht mit den Berliner Philharmonikern, aber bekannt geworden und erfolgreich war er mit deutschen Schlagern. Aber Udo Jürgens hat ja übrigens auch immer gesagt, er hat in Länder gesungen, deren Sprache er gar nicht kannte, deren Religion er nicht wusste, er hat keine Ahnung gehabt von dem Land und dort hat er vor allem auch in Japan große Erfolge erzielt. Also er war ja ein Perfektionist, er hat alles so einstudiert. Ich meine, also allein diese ich habe Konzerte gesehen, nicht live, sondern auf Video, bei der Konzerttournee in Japan, das muss man sich einmal vorstellen, wie dann die Massen Udo Jürgens zujubeln. Er versteht nicht, er hat schon gelernt, was der Text heißt, das sind ja seine Lieder. Aber er hat sich mit den Menschen nicht verständigen können, nur auf Englisch. Und das hat ihn immer beeindruckt, dass er in einem Land, wo er eben, wie gesagt, die Sprache und die Menschen nicht so vom Charakter her, von der Mentalität her kennt, so große Erfolge hat. Ja, das hat ihn immer fasziniert. Finde ich auch faszinierend. Also, nur der Vollständigkeit halber, er ist ja dann noch einmal, ein viertes Mal angetreten, allerdings nicht als Sänger, nur als Komponist. Mit Karel Gott. Mit Karel Gott, genau, 1000 Fenster, mitten im Prager Frühling. Da haben wir hier im Podcast schon mehrmals drüber berichtet und auch die Implikationen, die das damals hatte. Wie politisch war er denn? Sehr. Udo Jürgens war ein sehr politischer Mensch. Also wenn wir uns erinnern, damals in Österreich, als in seinem Heimatland Kärnten, die FPÖ sehr starken Zuwachs hatte unter dem Herrn Haider, hat er sich persönlich geäußert, kritisch geäußert über die politische Entwicklung in seinem Heimatland. Also er war immer ein politischer Mensch und das hat er auch so verstanden. Er hat immer gesagt, zum Beispiel bei Konzerten, er hatte meistens ein Konzert oder Konzerttour gemacht, wenn er eine neue CD oder damals noch Langspielplatte auf den Markt gebracht hat. Und er hat immer zu Beginn des Konzertes gesagt, ich weiß schon, dass Sie alle warten, Hits, damit Sie mitsingen können. Aber ich möchte zuerst im ersten Teil meine neuen Kompositionen singen, weil sonst glauben Sie, ich beschäftige mich nicht mehr mit den Menschen und mit den Geschehnissen rund um mich, also mit dem Leben, und ich kann mich gleich ins Grab legen. Also das war ihm immer sehr wichtig, dass wir dann anschließend bis morgen um 3 sehr oft Zugabe und Zugabe mitgesungen haben, ist ein anderes Kapitel. Aber Udo war sich dessen bewusst, dass er etwas zu sagen hat und auch sagen möchte. Und das hat er auch gemacht. Und ich finde, er geht heute ab, weil es gibt keine oder ganz wenige, ich rede von Österreich, ganz wenige Künstler, die noch sich trauen oder es tun, politisch zu äußern. Finde ich schade. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass Privat ist politisch und wir müssen auch mal über dieses Privatleben reden.
Frau Bischof, ich bin ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich habe in den 70ern und 80ern öfters mal Zeitungen ausgetragen. Mit der Musik von Udo Jürgens habe ich mich damals eher nicht beschäftigt. Trotzdem wusste ich über die Affären Bescheid. Also es war allgemein bekannt, er hatte Affären, er hatte Kinder und mit 17 Jahren blondes Haar hat er auch einen Hit geschrieben, der seine persönlichen Vorlieben ganz gut beschrieben hat. Das wusste ich auch als Mensch, der jetzt nicht in dieser Bubble lebte. Wie problematisch war denn der Umgang mit Frauen bei Udo Jürgens? Also hat er seine Position ausgenutzt, seine Macht? Ja, nachdem ich ja auch eine Frau bin und ihn 40 Jahre begleitet habe, kann ich und oft gefragt werde, ob ich ein Verhältnis mit Udo Jürgens hatte, kann ich verneinen, weil ich war in meinem früheren Leben einmal brünett und ich war also nicht sein Beuteschema. Ich war auch zu alt, als ich ihn kennengelernt habe, also beruflich kennengelernt habe. Nein. Er hat die Situation nicht ausgenützt, aber ich glaube, er hat ja selbst gesagt, es tut ihm irgendwie weh, wenn er immer dargestellt wird als großer Verführer. Mhm. Er wurde immer verführt, aber er hat sich leicht verführen lassen. Aber wirklich, ich kann das auch wirklich sagen, wenn man so Konzerte erlebt hat, nach dem Konzert, wie die Frauen im Gang von der Bühne in die Garderobe am Boden gelegen sind, gestanden sind, Udo, Udo, nimm mich mit. Ja, nicht so einfach für einen Künstler da vielleicht vorbeizugehen. Ich habe auch zum 80. Geburtstag seine Tochter Jenny zu diesem Thema befragt und sie hat gesagt, naja, es ist halt schon schwierig, wenn da die schönsten Frauen vor Udo stehen und sagen, geh mal essen, Udo, was hätte der Papa tun sollen? Naja, was hätte er tun sollen? Aber sie wollte dann das doch nicht weiter vertiefen, weil sie gesagt hat, dass ihre Mutter und die Familie schon sehr gelitten haben unter diesen Eskapaden vom Vater. Aber er hat ja seine Liebesunfähigkeit oder seine Nichtfähigkeit, dauerhafte Beziehungen zu führen, ja immer recht offen auch dargestellt. Sein Privatleben, mir ist das immer so aufgefallen, auch beim Lesen des Buches, er geht so offen damit um. Er hat eigentlich, vielleicht hätte er auch manchmal Nein sagen sollen zu manchen, vielleicht, oder? Vielleicht hat er auch Nein gesagt, oft genug. Naja, nicht so 17-jährigen Mädchen, die vor der Garderobe gelegen sind. Ja, das nicht, glaube ich nicht. Ja, das stimmt. Ich habe selbst einmal, ich war einmal bei der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz beruflicherweise und da stand plötzlich Udo vor einem Schaufenster mit einer neuen jungen Dame. Ich habe mich eigentlich kaum getraut, ihn anzusprechen. Das habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe dann im Hotel angerufen und gesagt, ob er mir ein Interview gibt. Weil es ist irgendwas, war mir irgendwie, wissen Sie, wenn man jemanden so lange begleitet und kennt, kennt man ja auch schon seine Begleiterinnen und Begleiter. Und das war mir irgendwie unangenehm. Aber Udo Jürgens, das war kein Problem für ihn. Der hat das immer offen kommuniziert. Er kann nicht treu sein. Er hat immer gesucht nach Treue, er hat gesagt, er war zweimal verheiratet, das hat er nicht geschafft, treu zu sein, er hat das nie hinbekommen. Und diese zwei Heiraten also waren persönliche Niederlagen, also die erste Hochzeit mit Tanja Jürgens, von dem er eben die ersten zwei Kinder hat, Johnny und Jenny, und dann eben von der Corinna, die er in Aachen getroffen hat, die ihn in Aachen angesprochen hat, als sie mit ihrer Schulklasse dort auf Besuch war. Und er sagt, es ist halt bei der Sehnsucht geblieben. Er hat das nicht geschafft, was andere geschafft haben. So ein glückliches Heim mit Familie. Aber wenn man Udo Jürgens kennt, das ist also unvorstellbar. Ist ganz ehrlich. Aber wenn jemand so viel unterwegs ist und beruflich so engagiert, der hat ja überhaupt keine Zeit für die Familie. Das sagt er ja selber, wie oft er im Jahr unterwegs war. Da hat die Familie zweitrangig. Ich hänge auch immer noch so ein bisschen an dem, was hätte er denn machen sollen, und bin dabei, Marco, man kann ja auch mal Nein sagen, aber ich glaube, wir schließen diesen Themenkomplex jetzt doch mal irgendwie ab und schauen, wie seine Karriere dann weiterging, jetzt gerade auch so nach diesen ESC-Sachen, und
man hat so das Gefühl, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, das Wichtigste waren die Tourneen. Also wir haben ja schon gesagt, er war eigentlich ständig unterwegs und dann hier und hat sich auch immer so einen Riesenplan, ja wirklich bis zuletzt, als er die Tournee dann ja nicht zu Ende bringen konnte, immer so einen Riesenplan auch gleich gemacht, wie lange er unterwegs war. War das so das Wichtigste, zusammen mit diesen knapp 50 Studioalben, die es am Ende waren? Die Tourneen waren für ihn sehr wichtig und dort möchte ich gerne seinen Bruder Manfred Bockelmann zitieren. Manfred Bockelmann hat mir gesagt, Udo Jürgens war immer auf der Suche nach Bestätigung. Er hat ein verletztes Selbstwertgefühl gehabt, das glaubt man kaum, wenn man Udo Jürgens so auf der Bühne sieht, aber das hat er nie verkraftet, dass man ihn als Kind damals nicht für ernst genommen hat, nicht für voll genommen hat. Er war immer auf der Suche nach Wertschätzung, nach Selbstbestätigung und darum diese großen Tourneen und die großen Bühnenauftritte. Udo Jürgens habe einmal gesagt zu Manfred Bockelmann, du hast es schön, du kannst vor deinen Bildern stehen und siehst, was du geleistet hast, was du gemacht hast. Und Manfred habe ihm erwidert, hat er mir erzählt, ja, aber dafür applaudieren keine tausenden Menschen bei mir. Ja, aber das ist vergänglich. Also es war nämlich auch etwas ganz Komisches. Und zwar, ich habe ihn ja sehr oft vor den Konzerten interviewen können, nach dem Soundcheck. Und egal, wo ich war, es waren ja alle Konzerte, bis auf eines einmal, das war nicht ganz ausverkauft, aber ansonsten waren alle Konzerte ausverkauft, hat Udo immer gesagt, was tue ich, wenn niemand kommt? Dann sage ich, aber es ist ja ausverkauft. Dann hat er gesagt, ja, aber es könnte sein, ein Streik der Eisenbahner und ein Unfall, ein Stau, es könnte niemand kommen. Das war nämlich nicht nur Lampenfieber, das finde ich, das war schon mehr als Lampenfieber. Das müsste eigentlich wissen, wenn man so lange auf Tournee ist. Das schafft er nur der Jürgens, auch wenn da 5 Leute fehlen. Ja. Aber diese Angst hatte er immer. Hat aber dann gesagt, ja, Plakatanschlagsfirmen brauchte ich nie, weil es war immer, die Konzerte waren immer ausverkauft. Und dennoch die Angst, es könnte durch höhere Gewalt etwas passieren und sein Konzert ist leer. Auch interessant, finde ich. Darf ich da mal kurz nachfragen? Ja? Hat er jemals in Betracht gezogen, irgendwie so mal eine kleine Tournee zu machen, so kleine Orte, intimere Orte? Na, Tournee nicht, aber ich kenne nur so Auftritte, wo er allein am Klavier aufgetreten ist. Also ich erinnere mich da am Steinbruch in St. Margarethen. Ein wunderschönes Konzert, allein, leise, schön, sehr stilvoll. Aber ich kenne keine kleinen Tourneen. Er war ja auch einer der ersten, der Internetkonzerte gemacht hat, noch 20 Jahre vor Corona sozusagen. Ja. Ja, also er war schon sehr aufgeschlossen, finde ich, auch den Neuerungen. Ja. Also ich finde ihn auch als Künstler, auch jetzt 10 Jahre nach seinem Tod immer noch, ja, der ist immer noch irgendwie aktuell mit seiner Musik und mit seinen Auftreten und mit seinen Texten, die er natürlich nicht geschrieben hat, aber in enger Zusammenarbeit mit den Textern gemacht hat. Also ich weiß nicht, Udo Jürgens, durch die Texte eben auch, weil er aktuelle Themen von damals angesprochen hat, die genauso heute noch Gültigkeit haben. Darum ist dieser Udo Jürgens, glaube ich. Ich merke es ja in meinen Lesungen. Man muss sich vorstellen, ich habe nach dem Tod ein Trauerjahr eingehalten und bin seit 9 Jahren mit meinem Buch Merci und mit Sänger und Band auch unterwegs. In Österreich vorwiegend, aber auch in der Schweiz und in Deutschland. Und die Menschen weinen immer noch, wenn irgend bestimmte Lieder gesungen werden, wenn Textpassagen von mir erzählt oder vorgetragen werden, dann, die weinen immer noch. Und das ist schon sehr faszinierend, wie Udo Jürgens immer noch berührt. Und viele sagen mir, Udo Jürgens hat mir durch viele Krisen geholfen mit seiner Musik und mit seinen Texten. Ja. Okay, das klang jetzt, als wäre Tournee wirklich so das Größte für ihn gewesen, aber so Musikerdasein besteht ja aus mehr. Also was ich immer gerne in Interviews Künstler frage ist, was machst du am liebsten oder wie ist dein Verhältnis zu diesen Sachen? Aufnahme im Studio, Promo machen, was Sie ja jetzt aus der anderen Perspektive auch kennen, weil Sie viel mit ihm in diesen Promophasen gesprochen haben, oder auf Tour gehen. Was hätte er da geantwortet, wenn ich ihn das gefragt hätte? Dass er jeden Morgen um 11 Uhr, pünktlichst um 11 Uhr, schwimmen gehen kann. Egal, wo er ist. Udo Jürgens, ja, es ist so, der hat es immer gesagt, weil Udo Jürgens hatte eine hervorragende Eigenschaft, die mir als Vorarlbergerin zugute gekommen ist. Udo Jürgens war
Pünktlichkeitsfanatiker. Selbst die Tochter Jenny hat mir erzählt, bei Familienfeiern eine Minute zu spät, und das war schon sehr kritisch. Aber ich war immer vor Udo Jürgens da, weil ich bin eine sehr pünktliche. Das war schon von der Stimmung her gut, weil da hat er sich respektiert gefühlt. Er hat immer gesagt, Sie wissen, dass man pünktlich sein muss, dass ich nicht warten muss. Ich sage, dafür warte ich lieber, Herr Udo Jürgens. Wir waren übrigens bis zum Schluss, bis zum Tod per se. Das habe ich gewollt. Das ist der Respekt auch. Und ich wollte nicht, ja, ich wollte ihm nicht zu nahe kommen, auch für die Öffentlichkeit nicht. Das war besser, auch für Interviews, dass man einen bestimmten Abstand hält. Es gibt ja nächstes Jahr eine Tournee von einem gewissen Pepe Linhart, der Udo Jürgens Musik spielen wird. Und er war ja sein Bandleader seit 1977 und bis zuletzt. 1977 natürlich deswegen auch lustig, weil das war genau das Jahr auch, wo Pepe Linhart selbst beim Eurovision Song Contest war mit Swiss Lady. Ob es da nicht irgendwie schon einen Bezug gibt. Aber wie wichtig waren so Leute wie Pepe Linhart beispielsweise für Udo? Aus der Sicht von Pepe Linhart sehr wichtig. Und Udo Jürgens hat auch erzählt, dass sie also die erste musikalische Zusammenarbeit mit Pepe Linhart ihm den Halt und die Unterstützung gebracht hat, dass er auf dem richtigen Weg ist. Also es war eine gute, ich habe ihn jetzt gerade kürzlich bei einem Interview, auch einem Bandmitglied getroffen beim Schweizer Fernsehen, anlässlich eben Udo Jürgens 90. Geburtstag und 10. Todestag. Und das war schon auch eine Kombination, die stark gemacht hat und erfolgversprechend war. Aber jetzt fällt mir eine Geschichte ein, darum habe ich jetzt ein bisschen gezögert. Wissen Sie, was Udo Jürgens bei jedem Wien-Konzert gemacht hat? Der ist nach jedem Wien-Konzert mit seinem Geiger Christian in den Stadtpark gegangen, zum Strauß-Denkmal mit einer roten Rose, hat dort gespielt und ihm gedankt, das ist Musik und ich bin auch Komponist. Und dann gibt es ja auch diese lustige Geschichte. Offenbar waren sie einmal etwas laut und ein Polizist ist vorbeigekommen und hat gesagt, bitte. Na, er ist raufgeklettert, oder? Ja, genau, er war aufmüpfig. Und der Polizist sagt, ein bisschen ruhiger. Ach so, hat er erkannt. Professor, bitte leiser, wenn es geht. Also, das finde ich eine herrliche Geschichte. Ja, aber beantwortet nicht Ihre Frage jetzt, sondern ist mir nur gerade eingefallen. Ja. Ja, reden wir von seiner späten Periode, also kurz bevor er gestorben ist. Er hat ja sogar noch ein neues Album veröffentlicht, er war noch mitten in einer Tournee. Und ich glaube, er war da selber, das beschreiben Sie auch so schön in Ihrem Buch, Frau Bischof, er war selbst so überrascht, dass er fast 80, also damals war er knapp vor dem 80. und dass da immer noch Generationen kommen und seine Konzerte voll. Weil er war, also ob die, das finde ich ja das Schöne, er war immer noch völlig perplex, dass das überhaupt so ist. Ja. Und der hat mir doch schon mit 70 Jahren erzählt, dass andere gar nicht mehr auf der Bühne stehen mit dem Alter. Das war für ihn schon mit 70 ein Phänomen. Geschweige denn mit 80. Ja, und was ich auch so spannend finde, Sie haben das ja schon erwähnt, er hat die Texte angepasst, zum Beispiel, dass er das Wort Moor im Hemd nicht mehr verwendet. Mhm. Nicht? Und er hat auch über Sachen geschrieben, die damals aktuell passiert sind, wie die Finanzkrise 2008. Oder auch, er hat sehr früh schon auch die Klimakrise aufgenommen und in seinen Songs verarbeitet. Und er veröffentlichte bis zuletzt Alben, Konzerte und war immer frisch drauf, auch im Kopf. Eine blöde Frage, aber wie machte er das? Ich kann nur mit seinen Antworten, die ich ihn gefragt habe, antworten. Er hat gesagt, dass ihn das Beschäftigen mit Musik, das Auseinandersetzen mit dem Leben, ihn frisch hält, geistig rege hält. Und das glaube ich auch. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich habe ja auch etwas von Udo gelernt. So ist es ja nicht, dass ich ihn nur interviewt habe oder Gespräche mit ihm geführt habe. Ich habe gesehen, obwohl er Angst hatte vom Altwerden, vom Älterwerden, habe ich aber gelernt, dass man mit Disziplin, die hatte Udo Jürgens in großem Maße, dass man mit Disziplin auch sein Leben verbessern kann. Oder zumindest, oder mit auch nicht mit so negativen Gedanken ständig, sondern Udo Jürgens war ein sehr positiver Mensch, obwohl er natürlich kritische Lieder gesungen hat und auch kritische Texte gewollt hat. Aber er war kein, wie soll ich sagen, er war nie verzagt oder hat aufgegeben, sondern er hat immer geglaubt, er hat gesagt,
Sein großer Wunsch ist, dass sich die ganzen Menschen auf der Welt die Hände reichen mögen und in Frieden leben. Natürlich ein Wunsch, der, ja, der wird auch aktueller nie, denn je. Aktueller denn je, ja. Aber was mir so aufgefallen ist, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, in diesem berühmten Dezembertag 2014, da war er ja schon 80 und ich war überrascht. Und normalerweise ist man bei 80-Jährigen ja überhaupt nicht überrascht, dass jemand vielleicht mal umfällt und stirbt. Aber in seinem Fall kam das völlig unerwartet und ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Und da war ja auch in Wien, gab es ja dann auch diesen, ich bin ja damals schon auf Twitter gewesen, haben uns ja gleich organisiert und sind mit Bademäntel dann in die Stadt gegangen und so. Ich glaube, dass der Tod überraschend für uns alle war, weil erstens war nichts bekannt über Krankheiten. Ich habe gewusst, dass er mit dem Herz Probleme hat, aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt irgendwie schwerwiegend. Aber ich war ja noch bei seinem letzten Konzert in Wien, Anfang Dezember. Und die Stimme war ja nach wie vor sehr ausdrucksstark. Und ich habe dann kritisch auch, das ist vielleicht etwas böse, aber ich habe ihn kritisch betrachtet. Bei älteren Menschen merkt man ja, wenn sie älter sind, wie sie aufstehen. Und Udo Jürgens ist aufgestanden, wie mit 40, wie mit 30. Er ist vom Klavier aufgestanden, er hat nicht mehr so viel getanzt, mit 80. Aber man hat ihm auf der Bühne nicht angemerkt, dass er schon älter ist. Und da ist man, ich kann einen Vergleich ziehen. Ich habe noch Juppi Hesters interviewt mit 103. Der hat nicht mehr gut gehört, der hat nichts mehr gesehen. Dann haben die ihn auf die Bühne gestellt, neben des Klavieres. Und der hat sein Lied gesungen mit dem Zigarettel wie eine Rolle. Und das habe ich auch das Gefühl, wenn man ältere Menschen aus dem Alltag herausreißt und sie in die Rolle, die sie ihr ganzes Leben hatten, inne hatten, die künstlerische Rolle, hineingestellt hat, das war ein anderer Mensch. Und dann zu Hause, privat, hatte man Wehwehchen. Aber vielleicht kennen wir das ja alle. Ich weiß von Live-Sendungen, wenn ich irgendwelche Zahnweh hatte, während der Live-Sendung hatte ich kein Zahnweh mehr. Da ist man so konzentriert, kaum ist die Sendung vorbei, ui, ich habe Zahnweh. Also das ist schon ein Phänomen und das ist mir auch an Udo Jürgens eben aufgefallen. Der hat das Programm herunter wirklich sensationell gespielt und gesungen und dann in der Garderobe war er natürlich schon sehr erschöpft, aber hat es immer wieder erfangen. Und er hat ja selbst immer gelacht und hat gesagt, er findet es ja seltsam. Er wird immer gefragt bei Konzerten, bei Interviews, weil seine letzte Tournee ja wie die CD geheißen hat, Mitten im Leben, ob er das nicht eigenwillig findet, dass man mit 80 eine Tournee Mitten im Leben nennt. Und das hat er aber nicht so empfunden. Er hat gesagt, ich stehe mitten im Leben. Was mich allerdings für Udo Jürgens sehr freut, ist, er hat immer gesagt, weil er Angst hatte vor dem Tod, er hat immer gesagt, er möchte bis zuletzt einfach aktiv sein, auf der Bühne stehen und dann umfallen. Und man muss ja sagen, der Tod war für Udo Jürgens ein toller Tod. Ja, wenn man das mein Tod. Ja, ja, aber es ist so. Mitten im Leben. Mitten im Leben. Ja, und das war ja der Name der Tournee damals, nicht? Ja, ja. Also es ist schön irgendwie sehr. Ja. Ja. Wir warten jetzt vor 10 Jahren ist er gestorben und wir warten ja immer noch auf Remastered Versions und Material, das noch unveröffentlicht ist. Er hat 900 Songs, glaube ich, sind veröffentlicht und da gibt es sicher noch ein paar hundert. Aber da gibt es ja einen Erbschaftsstreit und wir müssen ja weiter warten. Was ist denn da genau los, Frau Bischof? Naja, also Udo Jürgens hat mit seinem Manager Freddy Burger eine Firma gegründet. Und sie haben kurz vor Udos Tod, das wusste man natürlich nicht vor dem Tod, alle Rechte weltweit zurückgekauft. In Udos Testament steht, dass die Rechte von seinem Manager Freddy Burger verwaltet werden. Verlagsrechte und Musikrechte. So weit, so gut. Dann haben die ehelichen Kinder, Johnny und Jenny, geklagt nach einem Jahr, dass das irgendwie nicht gerecht sei. Man hat sich dann geeinigt nach vielen, vielen, vielen Jahren. Verlagsrechte behält Freddy Burger, Musikrechte gehen an die Kinder. So geschehen. Dann ist die erste CD nach dem Tod von Udo Jürgens erschienen. Es war ja alles blockiert, weil durch den Erbschaftsstreit. Und dann jetzt, weil ich das für die Aktualisierung des Buches recherchiert habe, jetzt klagen die Kinder und wollen auch die Verlagsrechte von Freddy Burger. Aber da ist noch kein Ergebnis da, weil sie sagen,
Diese Verlagsrechte werden von Freddy Burger, seinem früheren Manager, nicht im Sinne von Udo Jürgens vertreten. Ich kann dazu keine Stellungnahme abgeben, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht, weiß ich das, ja. Haben Sie einen groben Überblick, wie viel vielleicht unveröffentlicht sein könnte? Udo Jürgens hat mir keine Zahl genannt, aber er hat gesagt, wortwörtlich, ich habe sehr viele Gurk geschrieben und bin froh, dass sie nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Aber wie viel das sind, weiß ich nicht. Ja, ich finde das auch jetzt schwierig. Es wurde jetzt, als ich fortging, also ich habe ein Song veröffentlicht, großer Erfolg, Platz 1 sogar, Udo Jürgens 10 Jahre nach dem Tod. Aber ich weiß nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Lied war, das Udo Jürgens als Gurke beschrieben hat, was ich nicht glaube. Aber ich weiß es nicht. Auf das Gurkenalbum freue ich mich schon sehr. Auf das Gurkenalbum. Ja, genau. Wobei, wenn wir von Gurken reden, wir sollten vielleicht doch kurz erwähnen, der hat ja auch in sehr vielen von diesen Schlagerfilmchen mitgespielt. Das war alles, nun ja, etwas schwierig. Ja, aber das waren, glaube ich, die Anfänge, oder? Dann wurde er natürlich, das waren die also Anfänge, nach dem Song Contest war er natürlich, ja, er wurde nicht genau nur Schauspieler, sondern wurde auch Millionär. Also man kann genau offenbar nicht alles haben, gell? Man muss halt nur halt, ja, aber das. Was, was bleibt jetzt übrig von Udo Jürgens? Wird eine neue Fangemeinschaft erobern können? Wird seine Musik neue Hörerinnen und Hörer begeistern können? Was kann diese Musik uns heute noch erzählen? Ich glaube, eine neue Fangemeinde wird es so nicht mehr geben, weil sich die Musikrichtungen schon sehr geändert haben. Aber ja, die Jungen, die jetzt heute 13 sind und Fans sind, also die können noch 60, 70 Jahre sich an Udos Musik erfreuen. Aber glaube ich, neu Udo Jürgens, also das wird schwierig sein, glaube ich. Also weil das ist doch eine Musikrichtung. Ja, und auch die Probleme, halt lacht doch jeder über das Ehrenwertehaus, das ist ja überhaupt nicht mehr aktuell. Also das waren ja Probleme aus meiner Jugendzeit, aber das ist ja heute alles kein Thema mehr. Hingegen natürlich die Gastarbeiterproblematik im griechischen Wein, die ist natürlich schon bestehen. Aber Udo Jürgens hat mich einmal gefragt, bevor das Interview begonnen hat, wissen Sie, was der Adelsschlag eines Komponisten ist? Nein, was? Wenn auf dem Münchner Oktoberfest 10.000 Menschen auf die Bänke steigen, Bierkrug in der Hand halten und singen, New York oder griechischer Wein, dann weiß ich, dass meine Lieder ins Volksgut übergegangen sind. Und er sagt natürlich auch, hat er lachend gesagt, so war es natürlich nicht gedacht beim Komponieren, aber Beethoven kann es auch egal sein, wie er heute gespielt wird. Wir wissen auf jeden Fall, dass Songs wie Merci Cherie, Warum, Wo, Nur, Warum oder Sag ich, lass sie grüßen, zeitlos sind und auch zeitlose Inhalte haben. Ich habe jetzt doch noch eine Frage, bevor wir zu den drei Standardfragen am Schluss kommen, Frau Bischoff, nämlich zu Ihnen persönlich. Wann haben Sie Udo Jürgens zum ersten Mal kennengelernt? Wie oft haben Sie ihn getroffen? Und die Frage, die ich mir jetzt mittlerweile stellt, ist, haben Sie dieses Buch geschrieben als Journalistin oder als Fan? Ja, das ist eine gute Frage, die letzte. Ich bin natürlich, das kann man schon von einem Fan erwarten, der ein Buch über Udo Jürgens schreibt. Aber ich habe schon versucht, objektiv zu sein. Aber Udo Jürgens habe ich zum ersten Mal kennengelernt, da war ich 13. Ich habe seine Musik gekannt aus dem Radio. Und er war dann anlässlich seiner Tournee Udo 70, auch in Vorarlberg, in Dornbirn. Ich durfte natürlich nicht aufs Konzert, ich war zu jung. Aber ich bin statt in die Schule gegangen, bin ich zu dem Hotel gegangen, wo ich gewusst habe, Udo kommt. Und dort hat uns eben, ich habe es im Tagebuch auch aufgeschrieben, über 4 Seiten, ein kleiner, dicker Mann, der Bayerlein möge mir verzeihen im Nachhinein, habe uns eine Coca-Cola spendiert, weil Udo sich verspätet. Und ich weiß heute noch, ich weiß, was Udo, welches Sakko Udo getragen hat, welches in einer großen Limousine angereist ist. Er hat mir dann ein Autogramm gegeben und habe gesagt, so steht es im Tagebuch, bitte sehr, Fräulein. Was mir allerdings aufgefallen ist, was vielleicht später dann auch noch, habe ich dann erwähnt in einem Interview, mir sind seine sehr gepflegten Hände aufgefallen. Und als ich dann viel, viel später sein
ein Interview mit ihm gemacht habe, habe ich gesagt, mir ist eben, als ich 13 war, schon aufgefallen, dass er gepflegte Hände hat. Hat er gesagt, jawohl, ich gehe dreimal in der Woche zur Maniküre. Das haben sie gut beobachtet. Also mit 13 habe ich ihn kennengelernt persönlich. Und dann habe ich mir gedacht, als ich in den, als Gesellschaftsjournalistin tätig war, mir gedacht, egal wo Udo Jürgens ist, ich möchte den immer interviewen. Und da hat sich natürlich schon eine Vertrauensbasis herauskristallisiert, wenn man jemand so oft interviewt. Ich habe Udo Jürgens, ich hatte auch Zugang, dass ich Home-Stories machen konnte oder Proben vor einer Tournee. Ich habe 90 Interviews geführt mit Udo Jürgens. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich dir die Biografie schreiben darf. Und er hat gesagt, nein, da kommen nur gute Sachen vor. Sage ich, naja, nicht nur. Aber er hat dann die Fotos ausgesucht. Das hat mich sehr gefreut. Also auch das Titelfoto. Und er war dann also einverstanden. Er hat nicht autorisiert, aber er war einverstanden. Das wollte ich auch. Ich möchte ein Buch schreiben über jemanden, über einen Menschen, mit dem ich sehr eng arbeite, ohne dass er das weiß. Das wollte ich also nicht. Okay, ja. Dann hätten wir noch drei Fragen am Schluss, jawohl, die wir die jedem stellen. Die schwierigsten. Nein, die jetzt kommen die richtig schwierigen Fragen. Ja. Sie beantworten, was Sie können. Wenn Sie irgendwas nicht beantworten können oder wollen, ist natürlich auch völlig okay bei der ersten Frage. Wer die Voraussetzungen, haben Sie denn überhaupt den ESC geschaut in diesem Jahr? Ich schaue jedes Jahr. Und zwar sind wir verbunden mit einer ganzen Blicke in ganz Österreich und geben immer Kommentare ab zu jedem Song. Also das ist, das gehört. Song Contest nehmen wir frei. Da haben wir immer ganze, ich glaube, das sind über 30 Personen, die den Song Contest gemeinsam über Internet halt schauen, ja. Also bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt es jetzt 100 mehr Bestellungen für Ihr Buch, ich merke es schon. In diesem Moment. Das ist ein Pflichttermin. Dann ist aber auch die erste Frage, wie für Sie gemacht, welcher Song hat denn in Ihrer Playlist überlebt, welchen hören Sie immer noch aus diesem Jahr? Meinen Sie jetzt von 2024? Genau. Oder überhaupt? 2024. Erstmal aus 2024. Diesem Jahr. Ja, mir hat sehr gut gefallen der Beitrag aus Frankreich, Mon Amour von Slimane. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber mir hat natürlich auch der Schweizer Sieger, der Nemo, gefallen, weil die Choreografie und die Musik, das war schon etwas außergewöhnlich. Ja, das hat mir schon gefallen, ja. Mhm. Und wenn natürlich die Schweiz da mal gewonnen hat, da ist ja, weil meistens die Schweden da ja schon sehr dominant sind beim Song Contest, ja. Ist ja bei Ihnen um die Ecke, die Schweiz, ne? So ist es. Ja. Gibt es denn eine Lieblingserinnerung an den ESC aus allen Jahrzehnten? Ja, da war ich auch sehr, sehr jung, da war ich sogar 12. Hapeton ist drin. Barfuß Sandy Shaw auf der Bühne. Barfuß auf deiner Bühne. Das muss man sich, das ist heute nichts Besonderes, aber damals barfuß. Ich habe dann sogar später recherchiert, warum Sandy Shaw barfuß aufgetreten ist. Zuerst hat sie gesagt, weil wegen dem Rhythmusgefühl, und hat dann aber später zugegeben, dass sie sehr sehbehindert ist und Angst hatte, wenn sie Schuhe anhat, dass sie über etwas stolpert, darum sei sie barfuß aufgetreten. Egal wie, klingt bei der Erklärung und irgendwie, ja, was soll ich. Also sie fühlt den Rhythmus besser, wenn sie barfuß auf der Bühne steht. Wieder was gelernt. Ja, und wer hat dann die Show, die Trophäe überreicht? Udo Jürgens, weil das war ja ein Jahr danach. Vorjahr. Ja sicher, das war ja in der Hofburg in Wien, war das, weil ja logisch, wie wir wissen, immer das Siegerland dann den Song Contest ausrichten muss. Das war bei der im großen Festsaal der Hofburg, das habe ich sogar gesehen. Ja. Da bin ich sogar zu Nachbarn gegangen, Fernsehen zu schauen, weil wir zu Hause noch keinen Fernseher hatten. Aber das sind natürlich schon, das war ein Ereignis damals. Song Contest in Österreich. Unvorstellbar lässig. Ja, toll. Und barfuß auf der Bühne wird auch bis heute immer wieder gerne genommen. Ja, aber es ist schon interessant. Oder das ist auch, na gut, man muss jetzt denken, weil ich so jung war, für mich war damals, ich habe mich immer schon hingezogen gefühlt zu diesen Schauspielern und Sängern, dieses Milieu, das hat mich immer schon imponiert. Habe selbst ja auch Theater gespielt als Jugendliche. Und dann steht da jemand, wo man doch perfekt sein will auf der Bühne, barfuß auf der Bühne. Diesen Moment, das habe ich heute noch, denken,
jetzt ist die da barfuß. Und gewinnt auch noch barfuß. Ich will auch nicht mehr brav sein und immer ordentlich gekleidet sein. Ich denke ja dann immer nur, friert die nicht, aber gut, es ist eine andere Geschichte. Dann hätten wir noch die dritte Frage und jetzt geht's um All-Time-Favorite. Also haben Sie irgendwie einen Song aus der ganzen ESC-Historie? Wir hätten ja auch 3 bzw. 4 von Udo Jürgens. Welcher ist Ihr persönlicher Favorit von allen ESC-Songs, die es gibt? Also Papeton ist drin, ist schon einer, weil das ein eindrückliches Erlebnis war. Aber ich meine, da gibt es sehr viel. Ich habe auch meine Musikliste durchforstet, die haben nämlich schon einige. Also ABBA zum Beispiel oder Cliff Richard, Congratulations. Das ist ja auch ein absoluter Hit. Oder was hat Save Your Kisses for Me, Brotherhood of Man. Ein Wahnsinn, oder? Wenn man so überlegt. Jetzt kann ich mich sogar erinnern, es war 1976, da habe ich nämlich schon gearbeitet. Manchmal muss ich immer so Vergleiche ziehen. Dann natürlich der deutsche Beitrag, Nicole, ein bisschen Frieden. Dann, na bitte, da wird den Österreicher auch nicht vergessen, gell? Conchita Wurst mit Rise Like a Phoenix. Denn was kenne ich noch? Habe ich Frau Skal schon erwähnt? Ja, aber welcher Song ist Ihr Lieblingssong? Das war ja die Frage. Mein Lieblingssong ist nach wie vor Pappe Donners Brink. Weil Perfekt. Ich dort die schönsten Erinnerungen habe. Merci Udo, erschienen im Amalthea Verlag. Klickt ruhig auf einen Bestellknopf. Ja. Normalerweise, danke sehr, freue ich mich. Normalerweise verabschieden wir uns immer mit den Worten Merci Cherie. Heute mal mit dem Siegerlied des Eurovision Song Contests 1966, der da lautet Merci Cherie. Sehr schön. Merci Cherie, die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Ja, ich bin dran. Und ich habe euch natürlich eine Geschichte mitgebracht, die mit Udo Jürgens zu tun hat. Das überrascht euch jetzt, oder? Total, total. Also so eine Überraschung, wie könnte das nur passieren? Ich war einfach nur neugierig und manche von euch werden sich wahrscheinlich auch noch erinnern, aber es gab ja nur 2 österreichische Siege, ja? Udo Jürgens und Conchita Wurst. Ja? Und wir haben ja schon die beiden heute schon einmal zusammengebracht mit Walk Away. Warum oder warum? Aber ich wollte wissen, wie reagierte Udo Jürgens auf den Sieg von Conchita im Mai 2014? War ja auch dann sein Todesjahr, ne? Ein halbes Jahr später, am 30.09. hat er seinen 80. Geburtstag gehabt und am 21.12. ist er dann überraschend an Herzversagen gestorben bei einem Spaziergang in der Schweiz. Und Udo, wir besprechen es ja auch mit der Lisbeth Bischoff, ist ja immer sehr ehrlich und direkt und auch bei Interviews, das Herz liegt ja wirklich auf der Zunge. Ja, so war er einfach. Und er sagt so ganz offen, ja, anfangs hat er das überhaupt nichts, hat er das ganz komisch gefunden und was soll das? Eine Frau mit Bart und überhaupt, konnte er überhaupt nichts damit anfangen. Ja. Das war seine erste Reaktion. Und dann hat er war ja schon 79, ja, und dann hat er seine Meinung total geändert, nachdem er Conchita im Fernsehen gesehen hatte. Er fand sie, so erzählte er nämlich der Bild-Zeitung, intelligent und sympathisch. Er war sofort solidarisch mit ihr, auch deshalb, weil sie angefeindet wurde. Wir sind einfach zu spießig, hat er dann in der Bild weiter gesagt. Und er war da auch sehr kritisch über Österreich und darüber, dass es Anfeindungen gab, obwohl es ja auch aus Russland ziemlich Anfeindungen gab. Aber als dann Conchita gewonnen hat, da wurde er natürlich auch gefragt, wie er dazu steht. Und er hat es wirklich genannt als ein wichtiges Signal an die Welt. Und er hat sich total gefreut, dass Österreich auch was anderes als Lederhosenkultur präsentieren kann. Ja, das hat er wortwörtlich so gesagt. Und er war sehr froh vor 10 Jahren, dass Europa sich als toleranter Kontinent zeigt. So, man darf bezweifeln, dass er diesen Befund, sage ich mal, 2024 auch noch hätte, wenn man sich den heutigen Zeitgeist anschaut und in welche Richtung die Toleranz oder eben die Nicht-Toleranz derzeit geht. Aber vielleicht sollen wir auch deswegen auch ein bisschen auf Udo Jürgens hören und auf Conchita und weiterhin die Fahne der Toleranz hochhalten. Das war meine Geschichte am Schluss. Oh.
Und was sagen wir am Schluss? Merci. Merci. Chérie. Chérie. Missing Link.